Hi, fehlen dir beim Flirten manchmal die Worte? Weißt du manchmal auch nicht, was du sagen sollst? In diesem Video gebe ich dir einen Knaller-Tipp für mehr Schlagfertigkeit beim Flirten. Aber keine Sorge, Hilfe ist im Anmarsch. Gestatten? Horst. Und sein Leben bestreitet er mit seinem Charme als Flirtcoach. Ich bin gerade noch ganz außer Atem von dem Rumgehüpfe gerade. Aber wenn wir uns schlagfertige Menschen anschauen, was macht diese aus? Ja, sie ruhen in sich selbst. Schlagfertige Menschen wirken auf uns gelassen. Sie strahlen aber auch Entschlossenheit aus und sind auf der anderen Seite ganz schön locker. Nicht so außer Atem wie ich gerade. Seid ihr mal bewusst, beim Flirten, Argumente an sich überzeugen gar nicht. Es sind eigentlich Emotionen, die uns gerade beim Flirten überzeugen. Gerade Frauen sind ja sehr empfindlich für diese Emotionen und saugen diese regelrecht auf wie ein Schwamm. Viel wichtiger, als dass du jetzt versuchst, für sie das perfekte Ding zu finden, ist, dass du deine Antwort und das, was du ganz schlagfertig sagen willst, dass du selbst es witzig findest. Und da ein Flirt natürlich was von einem Beschnuppern hat, sollst du natürlich feststellen, dass euer Humor auch zusammenpasst. Denn du willst ja auch einen Partner oder eine Partnerin finden, der oder die deinen Humor teilen. Bei unserem Flirt-Coaching stelle ich das Ganze immer durch ein sehr einfaches Modell dar, den Flirt. Und zwar sage ich, stell dir vor, du nimmst so Bücher in die Hand und jedes Statement, was du sagst, ist sozusagen wie so ein Buch. Und wenn sie oder er dir jetzt einfach irgendwas hinwerfen, dann stell dir einfach vor, er oder sie drückt dir dieses Buch in die Hand und du nimmst es erstmal auf, also hörst gut zu, nimmst es erstmal auf und dann legst du einfach ein eigenes Buch oben drauf und gibst es wieder ganz tiefenentspannt zurück. Also eine ganz einfache Interaktion und das kannst du immer machen, dass egal was dir jemand sagt, du es einfach aufnimmst erstmal und selbst dann was oben drauf legst und es zurückgibst. Du kannst sehr humorvoll einen oben drauf setzen, indem du etwa Sachen total übertreibst oder es in einen lustigen und abgefahrenen Kontext einbettest oder indem du einfach ganz provokant die Gegenfrage stellst. Hauptsache, es ist schnell und entschlossen. Jetzt meine Aufgabe an dich. Versuche bei deinem nächsten Flirt einfach mal einen oben drauf zu setzen, wenn dein Gegenüber eine provokante Aussage macht. Und mach das besonders schlagfertig. Trau dich und du wirst erstaunt sein, wie ihr euch dann beim Flirt aneinander reibt. Erst verbal und dann später vielleicht im Bett. 2 Minuten Horst, das Format läuft jeden Dienstag immer um 17 Uhr nur auf YouTube und flirtuniversity.de.